Herzlich willkommen hier bei uns in der Luzern Klinik zu einem weiteren Brust-Special. Heute wollen wir einmal aufräumen. Mit was wollen wir aufräumen? Es geht um 10 Mythen, die immer wieder hier rumgeistern, wo die Leute das Gefühl haben, wie ist das jetzt schon wieder? Wo einfach immer noch sich festheben in den Köpfen der Leute. Die 10 Silikonimplantate stellen die 10 Mythen dar. Nein, das ist nicht wahr. Wenn Sie ein Silikon haben, unter dem Muskel oder auch über dem Muskel, hat das überhaupt keinen Einfluss auf die Stillfähigkeit. Solange die Brustdrüse immer noch die Ausführungsgänge zu der Brustwarze, besteht die Möglichkeit oder können Sie weiterhin ganz normal stillen. Nur bei einer richtige Bruststraffung oder bei der Verkleinerung, wo die Drüse durchgeschnitten wird, dann sieht es anders aus. Aber bei einer Brustvergrößerung, egal ob das Implantat über dem oder unter dem Muskel ist, verlieren Sie die Stillfähigkeit nicht. Nein, das stimmt nicht. Ein Implantat oder die Hersteller garantieren heute eine lebenslange Garantie. Das heisst, das, was man früher gesagt hat, die Implantate müssen alle 10 bis 15 Jahre erneuert werden, das stimmt definitiv nicht. Erst wenn Sie ein Problem haben, sei es zum Beispiel eine Kapselfibrose und Sie sich daran stören, ja, dann kann man das Implantat austauschen. Oder wenn sich die Form verändert oder die Brust irgendwie sich verändert, dann kann man etwas korrigieren. Aber das Implantat per se, das muss nicht austauscht werden, wenn es kein Problem gibt. Also auch mit dem Mythos, weg damit. Nein, Implantate können nicht in dem Sinn auslaufen. Weil der Gel, das Silikon im Implantat, das ist zu vergleichen mit einem Gummibärli. Das ist eine ganz zäh, dickflüssige, klebrige Masse, wo auch wenn man sie wo nicht selber rausläuft. Das heisst, wenn es kaputt ist, kann man etwas rausdrücken. Wenn man loslässt, dann geht es wieder rein. Hinzu kommt noch, dass Ihr Körper ja immer eine Hülle bildet rund um das Bindegewebe. Das heisst, auch wenn etwas rauskommen sollte, dann bleibt das innerhalb dieser Hülle. Was Silikonimplantate können, das ist sogenanntes Schwitzen. Dass einzelne Silikonpartikel durch die Hülle durch können raustreten und man irgendwo finden kann. Das hat aber überhaupt keine Konsequenz für Ihre Gesundheit und für den Körper. Also auch mit dem Mythos, weg damit. Nein, auch dieser Mythos ist definitiv nicht richtig. Immer wieder werde ich trotzdem wieder mit dem konfrontiert, kann ich noch fliegen, wenn ich Implantate habe, weil ich habe mal gehört, es ist jemand daran gestorben, weil die Implantate im Flugzeug explodiert sind. Jetzt, was ist genau im Flugzeug dort so speziell? Im Flugzeug wird der Kabinendruck abgesenkt. Der wird abgesenkt auf einen Luftdruck, wie sie ihn etwa in den Bergen haben, auf 2000 Meter. Das ist alles. Das heisst, wenn das wahr sein sollte, dann dürfen Sie auch nicht mehr auf den schönen Pilatus in Luzern, Sie dürfen nicht mehr Skifahren, Sie dürfen sich gar nicht mehr auf 2000 Meter oben bewegen. Also auch dieser Mythos für einmal dürfen wir jetzt beseitigen. Nein, definitiv nicht. Wir bestätigen, dass wir mit über 52, inzwischen etwa schon 350 Brustvergrößerungen pro Jahr, das immer perfekt machen, in einem sogenannten Dämmerschlaf, ohne Vollnarkose. Und all unsere Patientinnen sagen, das Beste war und sie würden es unbedingt wieder so machen. Also, eine Vollnarkose ist definitiv nicht nötig. Was die Unterschiede genau sind zum Dämmerschlaf, was die Vorteile sind vom Dämmerschlaf, die Risiken von der Vollnarkose, da sind wir in einem speziellen Video drauf eingegangen und können Sie bei uns auch in einem Blog nachlesen. Also, Vollnarkose ist nicht nötig für eine Brustvergrößerung. Nein, Drainage braucht es nicht. Was ist eine Drainage? Das ist ein Schläuchchen, das rauskommt, damit das Blut
Wundflüssigkeit noch herauslaufen kann. Alle grossen Chirurgen, sagen wir mal, die mehrere hundert Brustvergrößerungen pro Jahr machen, die brauchen keine Drainage, weil es nicht nötig ist. Es gibt keine Studien, die wirklich einen Benefit zeigt, dass es ein Vorteil ist. Ihr Körper besteht aus etwa gegen die 90% aus Wasser. Überall haben wir Flüssigkeiten. Für den Körper ist das kein Problem. Blutergüss tut das selber abbauen. Wundflüssigkeit wird vom Körper selber aufgenommen. Die müssen nicht über Schläuchli rauslaufen. Der Nachteil, das Risiko ist beim Schläuchli eben, dass Bakterien von außen reinwandern und so Infektion hervorrufen oder später das Risiko von einer Kapselfibrose erhöhen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Aus dem Grund, Drainage bei einer Brustvergrößerung, nein, braucht es nicht. Nein, das ist es zum Glück nicht. Eine Brustvergrößerung, das einzige Verbleibende, wo bleibt, das ist eine kleine Narbe bei uns, 3 bis 3,5 cm kurz rum. Ansonsten, wenn Sie irgendwann den Entscheid bereuen, dann können Sie das Implantat einfach wieder rausnehmen. Es ist nicht wie ein Tattoo, das man irgendwo macht, das alle sehen und auch wenn Sie es weggelasert haben, immer noch etwas sichtbar ist. Ein Brustimplantat können Sie rausnehmen und nachher ist die Brust mehr oder weniger wieder so wie früher. Es kommt natürlich darauf an, wie lange Zeit ist vergangen. Ist über oder unter dem Muskel gewesen. Wenn ein Implantat unter dem Muskel ist, dann hat das viel weniger Einfluss auf Ihre Brust, tut sich die viel weniger verändern. Dann spielt sich eine Rolle, haben Sie unterdessen Kind gehabt, haben Sie Kind gestillt, haben Sie Gewichtsschwankungen gehabt. Also per se, wie hat sich Ihre Brust verändert. Aber in den meisten Fällen ist die Brust nachher etwa wie der gleiche vorher. Das heisst, auch wenn Sie den Entscheid mal bereuen, dann nimmt man halt das Implantat wieder raus. Nein, nicht zwingend. Man hat immer viele Frauen das Gefühl, ich will sie nicht, dass jemand merkt. Das ist kein Problem, das kann man so machen. Man kann nicht immer alle Wünsche unter einen Hut bringen. Wenn sie sagen, ich will extrem grosse Brüste und es muss natürlich aussehen, dann wird es irgendwann schwierig. Aber sehr viele Frauen, wenn sie es natürlich wollen, dann macht man es natürlich und sie werden es nicht merken, dass sie künstlich sind. Es kann vielleicht vorkommen, dass wenn sie mit ihren 3 Kindern in der Body sind und das Bikini anhaben, dass jemand denkt, das stimmt doch etwas nicht, das kann doch nicht sein, dass nach diesen 3 Kindern die Brüste immer noch so schön aussehen. Okay, aber nicht, dass sie künstlich aussehen. Nein, auch das stimmt nicht, auch das ist ein Mythos. Runde Implantate geben zwar mehr Volumen im Dekolleté, aber einerseits, mit der Zeit wird auch das ein bisschen tropfenförmig. Und wie Sie ja wissen, wenn man es unter den Muskel tut, dann kommt da noch der Muskel drauf, der drauf drückt. Dann kommt noch Ihr Brustdrüsengewebe drüber, Ihre Fettzellen, Ihre Haut. Am Schluss ist es so, wie ein Segel spannt sich das oben und auch ein Rund kann extrem natürlich aussehen. Also ist primär abhängig, was für eine Dicke von einem Rundimplantat nimmt man und wie ist Ihr Körper gebaut. Aber ein Rundimplantat kann super natürlich aussehen. Anhand eines Nachherfotos alleine können Sie und auch wir Chirurgen nicht mit Sicherheit sagen, was überhaupt für ein Implantat drin ist, ob rund oder tropfenförmig. Nein, auch das stimmt nicht. Sicher, wenn Sie da eine Füllmenge drin haben und auf dem Bauch schlafen, gibt es einen gewissen Druck und man muss sich daran gewöhnen. Aber bis jetzt hatte ich keine Patientin, die nicht mehr auf dem Bauch schlafen konnte. Es ist vielleicht möglich, dass es ein paar Monate geht. Bei einer ist es etwa ein Jahr lang gegangen. Aber ich habe sogar eine Patientin, bei der haben wir etwa 1400 ml pro Brustseite reingetan. Das sind sehr grosse Implantate. Und die liebe und glückliche Frau schläft heute wieder jede Nacht auf dem Bauch. Und das ohne Probleme. Okay, das waren unsere 10 Mythen. Ich hoffe, wir konnten einen Beitrag dazu leisten, dass sie nicht mehr immer im Raum herumgeistern und sie für heute wirklich mal können, definitiv besiegelt werden. Und wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.